Guten Morgen. Ich lade gerade den Vlog für heute Abend los. Bild heute bzw. Situation heute. Honey ist im Käfig, Bruno ist im Käfig, Lotte ist im Käfig und Emily sitzt hinter dem Kühlschrank. Da ist die Emily Maus, aber ich glaube, es gibt keine neuen Verletzungen. Gestern Abend hat Bruno im Käfig ausgeräumt, hat alle rausgekickt, sogar Holly, obwohl die gar nichts gemacht hat. Lotte hat er rausgekickt, Emily hat er drin gelassen. Und jedes Mal, wenn Lotte wieder in den Käfig wollte, also er stand dann wieder Türsteher, wieder vor der Tür. Ihr kennt es ja vielleicht, dass er immer vor der Tür steht, wie so ein Fels und wie so ein Türsteher. Und jedes Mal, wenn Lotte versucht hat, in den Käfig zu kommen, hat er quasi so mit dem Kopf so nach vorne, so nein, du darfst da nicht rein. Das war eigentlich soweit in Ordnung. Lotte saß dann im Schlafzimmer unter dem Bett. Als ich dann ins Bett bin, musste sie natürlich raus aus dem Schlafzimmer. Und ja, solange sie nicht direkt aufeinandertreffen, geht's ja. Aber was mir halt nicht so gefällt oder was mir Sorgen macht, ist, dass Emily jetzt so isoliert ist. Und ja, halt immer für sich alleine sitzt. Deswegen muss ich dafür sorgen, dass Emily weiter in die Gemeinschaft integriert ist. Und ja, das halt dann irgendwie mit Lotte ausfechtet und... Madame, benehmen Sie sich. Ja, jetzt wirst du Liebe von Holly, ja? Und führst dich auf wie sonst was. Du bist eine. Emily ist so fertig. Sie hat richtig Angst. Lotte ist jetzt aus dem Käfig gehüpft. Und ja, jetzt soll Holly sie mal wieder aufbauen. Bruno ist umgefallen. Man kann das nur schwer durch die Gitter sehen, aber wenn ich jetzt näher an den Käfig rangehe und durch die Tür oder von oben filme, dann würde er aufwachen. Ich versuche es gleich nochmal, ob ich ein Foto machen kann und da hat er sich schon wieder in eine andere Position gebracht. Es sind gerade alle im Käfig. Lotte hat Emily einmal so angefahren und jetzt sitzt Emily in der Ecke und versteckt sich hinter Holly. Oje, hier geht's gerade richtig schlimm ab und jetzt ist Emily wieder hinterm Kühlschrank verschwunden. Oh. Warum hat die so eine Angst? Warum wehrt die sich nicht? Emily! Ach du armer Hase. Ich habe mich jetzt fertig gemacht fürs Video. Ich werde heute mein XXL aufgebraucht Video drehen. Ich schätze, dass das wirklich sehr viele Produkte sind. Meine ganze Schreibtischschublade ist voll. Ich habe auch heute wieder meine Extensions reingemacht. Ich bin so unglücklich mit meinen Haaren, weil oben der Ansatz immer noch so stark ist, obwohl ich ja erst beim Friseur war, aber der mir nur so dermaßen dünne Strähnen reingemacht hat, dass es aussieht, als wäre ich nicht beim Friseur gewesen und als hätte ich keine Strähnchen drin und als hätte ich immer noch voll den Ansatz. Also zwischenzeitlich an so ein paar Stellen geht's, aber an anderen Stellen, vor allem wenn ich die Haare zusammengebunden habe, sieht man das richtig, also richtig heftig. Also das ärgert mich so. Ich wollte blond sein und ich wollte blonder werden und ich sehe auch voll den Unterschied, also wenn ich die Haare offen habe und sie kämme, dann sehe ich hier unten hinten so richtig das Dunkle und unten ist halt dann die Farbe, weil unten wurde es ja im vorletzten Jahr, Ende vorletzten Jahres, wurde es ja unten gefärbt und das ist noch nicht komplett rausgewachsen. Und dann sieht man das eben so richtig. Naja. Was soll man da sagen? Und das Dumme ist, das ist mir natürlich auch erst hinterher aufgefallen und nicht als ich beim Friseur war, weil da wurden sie schön zurechtgeföhnt und da sah dann alles toll aus. Aber dann ist man daheim und dann so im Alltag stellt man dann fest, okay, es ist doch nicht ganz so geworden, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich drehe jetzt, wie gesagt, mein Aufgebraucht-Video. Stefan hat gestern auch noch netterweise mein Kabel wieder repariert. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das noch erzählt habe oder nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder zwei Softboxen. Aber die Softbox habe ich mal in der Hand.
weil das da irgendwie nicht mehr richtig hält. Aber ich versuche trotzdem, das nicht so überhält zu machen. Es ist gerade auch richtig schön das Wetter draußen. Ich werde versuchen, dass ich nachher noch eine Runde gehen kann. Ich muss ja heute das Video auch noch schneiden und natürlich den Vlog auch noch schneiden. Und dann habe ich noch einiges anderes an Arbeit zu erledigen, was auch noch gemacht werden muss. Eigentlich habe ich mir auch noch vorgenommen für heute, dass ich heute dann endlich den Spiegel schneide. Ich bin voll in den Videos drin. Dass ich heute den Spiegel streiche. Das hört sich aber auch fast ähnlich an, ne? Schneiden, streichen. Ich nehme mir immer so viel vor für einen Tag und ja, der Tag hat leider dann zu wenig Stunden, als dass ich alles schaffen könnte. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das hier eingesteckt hatte oder da. Eigentlich hatte ich es hier und dann hatte ich es letztens doch da. Und warum hatte ich es da? Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Ach, und die Hasen will ich ja später auch noch hüpfen lassen. Vorhin hat es wieder geregnet, jetzt ist die Sonne wieder draußen. Also es ist schon Aprilwetter bei uns. Geht das jetzt? Ach, das ist die mit dem anderen Wackelkontakt. Aha. Okay, das ist die mit dem Wackelkontakt. Das weiß ich natürlich nicht, ob sie an oder aus ist. Und ich habe hier so eine blöde Strähne, die hier rumhängt und nicht weiß, wo sie hingehört. Lotte inspiziert gerade meine Extensions auf meinem Bett. Maus, das darfst du nicht für dein Nestbau hernehmen, okay? Nicht, dass du die in dein Nest trägst, aber gerade ist sie nicht scheinschwanger. Nein, gell? Ich bin gerade dabei, die Einstellungen von der Kamera zu machen und von dem Licht. Maus, was machst du da? Ich glaube, ich räume sie lieber doch weg. Sieht so schön aus jetzt, alles weiß, keine Flecken mehr, keine abgekrabbelte Tapete. Ich hatte heute Nacht in meinen Haaren von Cardi ein Haaröl und deswegen habe ich mit Handtuch geschlafen, damit ich mein Kissen nicht dreckig mache. Ich war so doof, dass ich gestern Abend noch Sturm der Liebe geschaut habe auf meinem Sofa. Und ja, guckt euch das Kissen an, das ist voller Öl, weil ich nicht dran gedacht habe, dass mein Kissen ja voller Öl werden könnte. Ich hoffe, das geht raus, wenn ich die Hülle wasche. So, ich weiß nicht, ob mir das nicht doch zu dunkel ist. Es ist irgendwie schwierig mit den Einstellungen, obwohl ich glaube, so geht. Ich das hier so ein bisschen mache, sieht man nur hinten die Tür. Also so sieht im Moment mein Ding aus. Na gut, ihr seht nichts, aber man sieht hier die Tür, den Türgriff. Die muss ich noch passend in Form bringen. Geht's eigentlich, oder? Jetzt sieht es aber hier wieder so dunkel aus. Oh. Ah, jetzt weiß ich. Ich hatte doch das Verlängerungskabel und hatte das dann so der Länge nach. Ja, Mann, ich habe dich jetzt ausgesperrt, damit Emily ein bisschen Ruhe hat. Du kannst aber oben reinhüpfen. Ich habe mein Aufgebraucht-Video jetzt abgedreht und die Kamera ist die ganze Zeit ausgegangen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich höre das immer von anderen YouTubern. Oh, die Kamera ist ausgegangen, die Kamera ist ausgegangen. Meine Kamera ist auch alle paar Minuten ausgegangen. Normalerweise geht die nur auf, wenn die Movie-Aufnahme ungefähr 10 Minuten erreicht hat, weil dann ist die Dateigröße erreicht für ein Video. Und mehr geht da nicht. Aber nach ein paar Minuten, das war schon sehr nervig. Naja, okay, ich werde die Daten jetzt auf den Computer übertragen. Und jetzt habe ich auch noch Hunger bekommen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich erst spazieren gehe oder ob ich erst was esse und dann spazieren gehe. Aber ich glaube, ich werde erst spazieren gehen, damit ich vielleicht noch ein bisschen Sonne bekomme. Und vor allen Dingen, wenn ich nachher die Hasen hüpfen lassen möchte, dann sollen die auch das noch bei Tageslicht machen können. Aber jetzt ist es ja eh länger hell, von dem her ist es in der Hinsicht ganz gut. Ich mag ja eigentlich sonst im Winter ganz gerne, und wenn es zu dunkel wird, aber in manchen Belangen ist es dann doch ganz praktisch, wenn es länger hell ist. Zumindest so, was weiß ich, bis 8 Uhr oder so. Dann kann es schon dunkel werden. Weil, wenn es, also das fand ich als Kind immer so doof, jetzt gehe ich ja immer später ins Bett, aber weiß ich nicht, da musste ich dann schon um 8 Uhr ins Bett und so, oder um 8 oder 9, und dann war das noch so hell. Das fand ich richtig doof. Ich meine, jetzt gehe ich eh erst ins Bett, wenn es dunkel ist, aber
Ich finde es halt trotzdem doof. Am Abend soll es dann schon dunkel werden. So. Ich mag ja auch die Sommerzeit überhaupt nicht. Habe ich euch ja schon mal erzählt, dass ich irgendwie meinen Körper das Ganze, die ganze Zeit während der Sommerzeit nicht wirklich daran gewöhnt. So. Ist natürlich blöd, wenn ich jetzt so viele einzelne Dinge habe, weil ich muss die dann alle konvertieren. Weil ich sonst überhaupt nichts schneiden kann. Oh mein Gott, ich habe jetzt voll den Schock bekommen. Und zwar wollte ich eben die Dateien auf den Computer exportieren. Und es waren 68 Dateien und ich dachte, boah, so viele, das sind viel zu viele und es dauert ja eine halbe Ewigkeit. Komischerweise, also bei dem anderen Computer ist es so, dass immer nur die Dateien exportiert werden, die neu sind und nicht die, die ihr schon mal exportiert hat. Und der Computer exportiert aber alles, was auf der Kamera drauf ist. Und dann habe ich halt die alten Dateien gelöscht und dann steht auf einmal keine Daten auf der Karte. Und ich so, scheiße, habe ich jetzt mein Video, mein aktuelles Video gelöscht? Und dann habe ich es nochmal angeschlossen und habe es exportiert, nee, importiert, man importiert ja nicht exportieren, also habe es importiert. Und dann waren da irgendwie, weiß nicht, 27 Dateien und ich dachte, boah, bitte lass diese Dateien von meinem Video mit drauf sein. Und zum Glück sind die jetzt mit drauf. Und jetzt musste ich die ganze Zeit warten, bis ich spazieren gehen konnte oder bis ich spazieren gehen kann, bis die Daten exportiert sind, weil importiert sind, weil sonst kann ich ja die Kamera hier nicht mitnehmen. Und ja, deswegen hat das jetzt ziemlich lange gedauert, aber jetzt geht's los und ich bin auch schon dabei, die erste Datei zu konvertieren, dadurch, dass die Kamera andauernd ausgegangen ist und dann hat noch das Telefon geklingelt und Lotte kam an. Das war eh total lustig. Lotte war in der Schüssel und hat Heu geknappert. Dann kam sie auf einmal mit einem Heuhalm im Mund an, hat den noch geknappert, setzt sich vor mir hin, legt mir den Heuhalm auf die Füße und bleibt dann vor mir sitzen und hat gewartet, dass ich sie streiche. Auf jeden Fall habe ich halt deswegen ständig neu aufnehmen müssen und habe deswegen ganz viele Clips von dem Video. Und jetzt kann ich nicht einen Clip durchkonvertieren und das dauert vielleicht eine Stunde, sondern muss jeden einzelnen Clip einzeln konvertieren. Und ja, da muss ich dann halt immer gucken. So, aktueller Stand. Emily ist mit Bruno im Käfig, ist gerade am Futtern. Du kannst ruhig weiter essen. Maus. Und Lotte sitzt mit Holly. Ich habe einen Heimund. Lotte sitzt mit Holly im Schlafzimmer unter der Couch. Im Schlafzimmer unter der Couch, genau. Unterm Bett natürlich. Der Abendhimmel sieht heute wieder so wunderschön aus. Da vorne geht jemand mit einem Hund. Und vorhin sind die zu zweit vor mir gegangen mit Hunden, die sie nicht angeleint hatten. Und die haben so furchtbar laut gebellt und ich hatte so Angst, dass die herkommen und mich beißen. Ich bin dann aber stehen geblieben, weil ich für Instagram Fotos gemacht habe. Und dadurch habe ich etwas Abstand gewonnen und jetzt ist die eine hier nach links abgebogen und die andere ist geradeaus weitergegangen und ich gehe jetzt nach rechts. Von dem her habe ich die Hunde abgehängt und ich kann jetzt erstmal in Ruhe spazieren gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass mir ein Hund in den Popo beißt oder ins Bein. Ich stelle mir das immer so vor. Vor allem, wenn sie bellen, dann habe ich Angst. Und wenn sie nicht angeleint sind, habe ich noch mehr Angst. Und wenn sie nicht angeleint sind und bellen, oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall ist wunderschönes Wetter. Vorhin hat es ja geregnet, kurz. Dann kam wieder die Sonne raus. Und jetzt ist zum Glück auch nochmal die Sonne rausgekommen, beziehungsweise sie geht unter. Und meine Augen tränen und es ist eiskalt. Ich muss Handschuhe anziehen, es ist wirklich eiskalt, aber es ist wunderschön klar und einfach nur traumhaft. Jetzt kommt hier wieder der Hubschrauber und macht einen Heidenlärm. Das ist der, der auch immer über mein Haus lang fliegt, wo die Hasen dann immer so erschrecken. Oh, ich liebe spazieren zu gehen, das ist so schön. Die Natur und der Himmel und die Sonne und überhaupt. Und ich freue mich, dass ich es noch geschafft habe. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt gleich wieder daheim bin, dann lasse ich die Hasen laufen. Und weil ja dann die Terrassentür offen ist, werde ich in der Zeit die Dateien von meinem XXL aufgebraucht Video alle konvertieren, damit ich das dann im Anschluss schneiden kann. Und zeitgleich streiche ich dann den Spiegel fürs Schlafzimmer.
habe mit meinen Schuhen den ganzen Dreck in die Wohnung getragen. Jetzt darf ich nachher noch wischen. Aber ich schätze, dass die Hasen auch Dreck reinbringen werden. Weil es ja draußen doch ziemlich matschig ist, dadurch, dass es heute geregnet hat und heute Nacht auch und gestern ja auch immer wieder. Leute, markiert alles. Emily ist schon wieder ganz weit weg. Du bist jetzt der Kampfhase. Lotte, du hast einen neuen Spitznamen. Aber das Gute war, als ich wiedergekommen bin, saß Emily mit Bruno weiterhin im Käfig und Lotte war mit Holly im Schlafzimmer. Also es gab keine Kämpfe, während ich weg war. Ich werde jetzt den Spiegel streichen. Ich habe hier schon mal alles aufgebaut. Und ich hoffe, das funktioniert. Schraubenzieher habe ich in mir geschrieben. Damit soll man das aufbekommen. Ah, okay, da tut sich was. Sehr schön. Guck mal, wie dreckig Bruno ist, seine Füße. Hm? Du, hattest du Spaß? Ja, Bruno wollte gar nicht wieder rein. So. Holly, warum gehst du jetzt wieder raus? Sieh raus. Ach so, da bist du. Wo ist Lotte? Ich glaube, Lotte sitzt im Busch. Da kam nämlich eben wieder dieser Hubschrauber. Dann habe ich nur gesehen, dass sie in dem Busch ist. Ach nö, Lotte sitzt unterm Bett. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Hm? Super. Dann sind alle Babys wieder drin. Mein Spiegel habe ich jetzt auch gestrichen. Ta-da-da-ta. Oh, ich habe fast keinen Akku mehr, obwohl ich ihn aufgeladen habe. So schnell die Tür zu machen, bevor wieder die Nase rausgeht. Abendessen für die Babys. Ich habe Emily extra Karottengrün in die Ecke gelegt und jetzt, wo ich die Kamera anmache, hat sie aufgehört zu fressen. Sie hat nämlich vorhin gefressen. Na, jetzt frisst sie wieder. Hier extra alles hingelegt. Da ist auch noch was für die Emily. Hm, war nicht so schreckhaft. Nicht so schreckhaft. Ich mache mir gerade Abendessen. Bei mir gibt es heute Couscous mit Rührei und Zucchini. Ich hänge gerade am Aufgebraucht-Video fest. Also was heißt, ich hänge fest? Es ist sehr schwer zu schneiden, weil, naja, es läuft halt alles nicht wild, es ist nicht flüssig und
alles hängt und man kann den Regler kaum bewegen. Oh, ich hoffe, ich habe bald meinen Computer wieder. Ich habe heute übrigens noch Salat von meiner Mama. Da hat sie mir 2 Gläser gestern mitgegeben. Ich habe den gestern gar nicht mehr gegessen, weil wir ja gestern Abend Pizza hatten. Und jetzt habe ich für heute einen Salat und für morgen. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Parmesan drüber gestreut. Und ich habe so viel Couscous gemacht, dass es für morgen auch noch reicht. Mal schauen, was ich dann da dazu essen werde. Vielleicht das gleiche wie heute, wenn es schmeckt. Morgen muss ich ja mein Food Diary drehen, damit das pünktlich am Donnerstag ankommt. Ja, die Bearbeitung dauert extremst lange, deswegen muss das alles vorbereitet werden. Habe ich jetzt schon gesagt, dass ich mir Parmesan drüber gestreut habe? Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall seht ihr hier noch Parmesan und meine Zucchini und mein Rührei und mein Couscous. Es ist jetzt 23.17 Uhr und ich habe endlich das XXL aufgebraucht Video fertig geschnitten. Jetzt muss ich es noch exportieren und im Anschluss hochladen und noch Thumbnails machen. Und den Vlog muss ich eigentlich auch noch schneiden, aber ich glaube nicht, dass ich das heute noch schaffe, weil wahrscheinlich das Exportieren jetzt schon so lange dauert und dann das Hochladen sowieso. Ich weiß nicht mal, ob ich es heute noch hochladen kann, aber eigentlich muss ich es, weil wenn ich dann morgen den Daily Vlog schneide, dann muss das andere schon erledigt sein, sonst haut das zeitlich alles nicht hin. Ja, Bruno fungiert jetzt als Türsteher und zwar hat der Lotte gerade vorhin wieder aus dem Käfig gekriegt, als sie rein ist. Hier ist jetzt Lotte da in der Schüssel. Und ja, sie saß dann auch davor und hat die ganze Zeit geguckt, ob sie rein kann oder nicht. Und als sie dann drin war, hat er sie wieder rausgekriegt, aber wirklich in hohen Bogen. Also Bruno kann sich durchsetzen. Emily sitzt jetzt in der Ecke. Mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass Bruno jetzt eingreift und als Mann quasi seine Schwester verteidigt. Ich weiß gar nicht, wo Holly ist. Ich glaube, die ist im Schlafzimmer. Von der hört und sieht man nichts. Ja, also es ist spät und ich habe jetzt noch einiges zu tun. Die andere Sache, die ich heute eigentlich noch machen wollte, habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.